Hey, willkommen zurück hier am Sonntag. Heute reden wir darüber, wie du wirklich nachhaltig Zufriedenheit und Glück in deinem Leben finden kannst. Also das Thema hat ein Zuschauer vorgeschlagen und ich finde, das ist ein sehr gutes Thema, sehr interessantes Thema. Auch darauf basierend, dass ich dir natürlich in vergangenen Videos gesagt habe, hey, oder in einem der letzten Videos gesagt habe, hey, schau mal, Frauen können dich nicht auf Dauer glücklich machen, was nicht heißt, dass du nichts mit Frauen zu tun haben sollst, aber sie können dir nicht die Erfüllung geben, die du suchst. Und da stellt sich natürlich die Frage, okay, was ist denn dann die Erfüllung, die man sucht? Wo soll es denn herkommen? Und dazu habe ich meine Idee, meine Meinung, meine Praxis sozusagen. Das Ganze basiert eher auf der Richtung des Zen-Buddhismus, werde gleich genauer dazu was sagen, Autoren Eckhart Tolle, ich habe schon öfter erwähnt, das ist mein Zugang zu dieser Sache, der hilft mir da besonders, vielleicht hilft dir jemand anderes besser, vielleicht kannst du dich besser mit jedem anderen identifizieren. Also die Frage, wie können wir nachhaltig zufrieden oder glücklich werden, und da muss man sich erstmal anschauen, wie wir das denn definieren. Das Problem mit unserer klassischen Idee des Glücklichseins ist, dass sie immer auf die Zukunft bezogen ist. Das kennst du sicherlich von dir selbst. Du denkst dir, okay, gerade ist noch nicht alles perfekt in meinem Leben, aber irgendwann in der Zukunft, da wird es perfekt sein. Irgendwann in der Zukunft, wenn ich viele Frauen habe, ne, Frauen können dich nicht glücklich machen, wenn ich mehr Geld habe, wenn ich mein eigenes Haus habe, wenn ich einen geilen Ferrari habe, wenn ich viele Freunde habe, du kannst hier alles Mögliche einsetzen, irgendwann dann werde ich zufrieden sein. Und wenn du es mal selbst erlebt hast oder wenn du selbst mal so ein Ziel erreicht hast, von dem du dachtest, es macht dich glücklich, hast du sicherlich auch erlebt, dass es schön war, das Ziel zu erreichen, aber dass es dich nicht nachhaltig zufrieden gemacht hat. Und die Schlussfolgerung, zu der dann viele Menschen kommen, und das ist ja auch keine dumme Schlussfolgerung, ist, dass sie sich dann sagen, okay, ich brauche noch mehr davon oder ich brauche etwas anderes. Ne? Ich habe das früher durch den Frauenbereich gemacht. Ich dachte mir, hey, wenn das mit den Frauen bei mir läuft, dann hätte ich absolute Zufriedenheit. Das hat nicht dafür gesorgt, dass ich absolute Zufriedenheit hatte. Ich habe andere Freunde gehabt, die haben das mit Geld gemacht, die haben mehr Geld gemacht und dachten sich, ah, das reicht wohl noch nicht, und dann noch mehr Geld gemacht, haben gemerkt, das funktioniert nicht, und sind dann auf die Frauenschiene rübergegangen, nur um zu merken, dass das auch nicht funktioniert, und dann da wieder mehr zu machen. Das heißt, es ist so ein endloses Warten, so beschreibt das auch Eckhart, ein endloses Warten auf die Zufriedenheit. Aber wie können wir jetzt wirklich ankommen? Wie kommt man denn an? Das Problem ist, dass wir Zufriedenheit im Außen finden wollen. Du möchtest Zufriedenheit außerhalb von dir finden. In etwas, das außerhalb von dir liegt. Beispielsweise Frauen oder Geld oder dein Haus. Das sind alles Sachen, die liegen außerhalb von dir. Dort hoffst du, Zufriedenheit und Glück zu finden. Und deswegen ist es immer so, und das System ist interessant, weil du kannst dir halt immer wieder erzählen, hey, irgendwann werde ich glücklich sein. Es fehlt nur noch das und das, nur noch ein bisschen mehr davon. Und das hört niemals auf, außer du verstehst, dass der Grundgedanke falsch ist. Du suchst das Glück also außerhalb von dir, aber das Problem ist, dass alles in der Welt da draußen ist dem Gesetz der Gegensätzlichkeit unterworfen. Am einfachsten erklärt sich das, wenn wir uns eine Beziehung angucken. Am Anfang, das kennst du sicherlich auch, wenn du schon mal mit Frauen eine Beziehung hattest oder wenn du auch schon mal eine Frau kennengelernt hattest, die dir gefallen hat, am Anfang ist alles super. Ja, du bist hier oben, alles ist toll, Wolke 7 ist ja auch der Begriff, den man damit assoziiert. Alles ist wunderbar, du bist in love, sie ist in love, alles geil. Ne? Hier ist dein Normallevel, du bist hier, wow, alles super, das ist endlich die Erfüllung, die ich immer wollte. Und dann mit der Zeit, nach, sagen wir mal, 1-2 Jahren oder vielleicht schon viel früher, ist es so, dass es langsam abflaut und dann sich auch ins Negative entwickeln kann. Das ist sicherlich nichts, was jetzt irgendwen überrascht, dass ich das erzähle. Viele von euch werden damit schon selbst Erfahrungen gemacht haben, dass es halt einfach ins Negative fällt. Und das ist ganz logisch, das bedingt sich. Denn in dem Moment, wo du etwas als sehr positiv wahrnimmst, wirst du auch die extreme negative Seite erfahren können. Allerspätestens dann, wenn deine Partnerin zum Beispiel stirbt. Das wäre der späteste Zeitpunkt, zu dem du eine extreme Negativseite zu der Positivseite erleben würdest. Das heißt, wenn du dich sehr mit diesen positiven Sachen identifizierst, im Sinne von, oh Gott, das macht mich glücklich, das ist es, das ist mein Glück, meine Frau, mein Haus, mein Auto, dann wirst du auch sehr stark unter den negativen Sachen leiden. Und dann lebst du sozusagen in so einer Art, ja, so ein Zickzack, ne? Oh, und wieder runter und ah, alles super und wieder runter. Es ist so ein bisschen so, als wärst du auf Drogen. Wenn du jetzt zum Beispiel Ecstasy nimmst, dann ist es ja auch so, dass das Serotonin-Level, ich bin mir gar nicht sicher, ob es Serotonin ist, aber ich glaube, es ist Serotonin, dass das Serotonin-Level ansteigt. Also das Ecstasy, hier ist dein normales Serotonin-Level, schüttet mit einmal dein komplettes Serotonin, dein Glückshormon aus. Ich glaube, es heißt anders.
aber ist nicht wichtig, das Glückshormon also. Es schüttet das komplett aus und danach fällst du in einen tiefen Keller, weil das komplett aufgebraucht wurde. Das heißt, du bist ja auch so eine Art super übertriebenem High, aber dann wieder auch in einem super krassen Low danach, der teilweise bei Ecstasy über mehrere Tage oder auch Wochen gehen kann, bis sich das wieder erholt hat. Und so leben die meisten Menschen ihr Leben, dauernd auf dieser Welle des Auf- und Absurfens, ja? Dauernd irgendwie die nächste Sache suchen, die dann einfach wieder in ihr Negativ schwingt. Das habe ich erklärt, als ich das Video gemacht habe zum Thema, wie schaffst du es, von der Meinung von anderen Leuten frei zu sein? Und da nochmal kurz, weil das interessant ist. Die meisten Leute wollen, dass sie die negative Meinung anderer Leute nicht mehr interessiert, aber sie wollen gleichzeitig die positive Meinung anderer Leute trotzdem immer noch ja, wertschätzen können und sich extrem damit identifizieren können. Und da habe ich dir erklärt, du kannst entweder behältst du beides, oder du lässt beides los. Entweder behältst du die beiden Extreme, gut und schlecht, oder du lässt beides los. Entweder interessiert dich die Meinung der anderen Leute gar nicht mehr, dann aber auch die positive Meinung nicht, dann musst du auch die Identifikation mit der positiven Meinung lösen, oder du bist in beiden Extremen drin. Du freust dich mega und bist happy und arbeitest dafür, dass Leute dich toll finden und du fühlst dich geil, wenn sie es tun, aber du fühlst dich auch extrem schlecht, wenn jemand dich mehr kritisiert oder nicht mag. Oder du gibst beides auf. Und bist hier in der Mitte, in der, ich nenne es jetzt mal Ausgeglichenheit. Und diese Mitte, diese Ausgeglichenheit, das ist das, was wir suchen. Das ist der Punkt, an dem wir ankommen wollen. Ja, wir wollen im Jetzt ankommen. Wir wollen im Hier und Jetzt in der Gegenwart ankommen. Denn wenn wir uns immer wieder, oder wenn die Idee in unserem Kopf vorherrscht, dass wir in der Zukunft unser Glück erreichen, da habe ich eben drüber gesprochen, dann bist du halt nie hier, du bist nie jetzt, sondern du benutzt den jetzigen Moment, um zu einem zukünftigen Moment zu kommen, weil du denkst, dieser zukünftige Moment, der nur in deinem Kopf existiert, der wird dich glücklich machen. Und dabei verpasst du den einzigen Moment, nämlich das Jetzt, in dem du tatsächlich glücklich sein könntest. Das kannst du relativ einfach an deinem eigenen Leben überprüfen, wenn du dich mal daran erinnerst, warst du mal in irgendeiner Extremsituation, hast vielleicht eine Extremsportart gemacht? Beispiele, naja, vielleicht warst du mal Skifahren, das ist keine Extremsportart, aber Skifahren tut es tatsächlich auch. Skifahren, Bergsteigen, irgendwas in der Art. Irgendetwas, wo du dich sehr konzentrieren musstest und wo du vielleicht auch eine Sache, die neu war für dich. Vielleicht warst du zum ersten Mal Skifahren und musstest dich extrem auf das Fahren konzentrieren. Und du kennst den Zustand des im Jetztseins bereits. Denn in diesen Momenten, oder auch wenn du an einem neuen Ort bist beispielsweise, in eine neue Stadt reist. Das sind Momente, in denen du im Jetzt bist. Weil du kennst das alles noch nicht, du beobachtest alles noch sehr genau und du bist nicht hier oben, nicht in der Zukunft, aber auch nicht in der Vergangenheit. Das ist auch wichtig. Du bist also im Jetzt und dann fühlst du dich sehr, sehr gut. Das ist der Grund, warum vielen Leuten solche Sachen wie Bergsteigen, Klettern, Skifahren oder Reisen so viel Spaß macht. Weil diese Sachen, sie machen es dir einfacher, im Jetzt zu sein. Es ist natürlich schwieriger im Jetzt zu sein, wenn du so in deinem Alltag unterwegs bist. Weil die Dinge, die du draußen vor deiner Haustür gesehen hast, die du jeden Tag siehst, die ja, ziehen dich nicht mehr so ins Jetzt wie eine Reise in eine vollkommen fremde Stadt. Das heißt, das, was wir eigentlich lernen müssen, ist mehr ins Jetzt zu kommen. Das können wir aber nicht, wenn wir immer noch dieser Idee aufsitzen, das Glück liegt in der Zukunft, denn dann bin ich die ganze Zeit hier oben. Und ich kenne das von mir selbst, dann bin ich die ganze Zeit hier oben und mache mir Gedanken darüber, hey, wie kann ich dieses Ziel erreichen, wie kann ich noch mehr Frauen kriegen? Und du kannst noch mehr Frauen kriegen und das kann auch eine tolle Sache sein, aber du darfst dir nicht vormachen, dass es dich erfüllen wird. Du kannst mit den Sachen, die in der Welt passieren, spielen und sie genießen, aber sie werden dir keine Erfüllung bringen. Die musst du hier im Jetzt finden, indem du einfach gegenwärtig, indem du präsent bist. Das ist der einzige Weg zu der Erfüllung, die du eigentlich suchst. Und das Interessante ist, wenn du diese Sachen bekommst, dann wirst du feststellen, es war auch nicht so toll wie in deiner Vorstellung. Das kennst du vielleicht auch. Du hypst irgendwas extrem hoch in deiner Vorstellung, dann passiert es und du denkst dir, okay, so krass war es jetzt auch gar nicht. Oder du machst irgendwas extrem, hast irgendwie Angst vor einer Sache, denkst dir, oh Gott, Frauen entsprechend, das werde ich niemals hinbekommen. Dann machst du es einmal und merkst, okay, war jetzt gar nicht so schlimm. Das heißt, das, was uns abhält vom wirklichen Glücklichsein, ist, dass wir es in Außen suchen. Wir suchen es im Außen und wir suchen es in diesem, also die Idee ist, ich werde glücklich sein, wenn alle Sachen in meinem Leben positiv sind. Ne? Wenn ich eine geile Frau habe, viel Geld habe, ein geiles Auto habe, einen geilen Job habe, dann werde ich glücklich sein. Jetzt mal als Beispiel. Und das Problem ist, wenn du dann da angekommen bist, dann kriegst du halt, wie gesagt, das habe ich vorhin schon mal erklärt, auch die negativen Seiten, die lassen sich nicht vermeiden. Die negativen Seiten kommen mit den extrem positiven Seiten. Und deswegen wirst du nie dieses nachhaltige Glück im Außen finden können. Aber du könntest jede Sekunde absolut zufrieden und im Frieden vor allem sein, wenn du jetzt hier wärst.
Und das ist wirklich das Gefühl, also mit den Worten kann man es auch meiner Meinung nach am besten beschreiben. Du fühlst dich halt im Frieden. Alles ist in Ordnung. Du fühlst dich aufgehoben in der Welt. Du fühlst dich sicher in der Welt. Du hast das Gefühl, die Welt kümmert sich um dich. Du könntest auch hier an dieser Stelle das Wort Gott einsetzen, wenn das dir hilft. Na? Also du hast das Gefühl, du bist eins mit der Welt und den Dingen, die in der Welt passieren. Und wenn du dieses Gefühl hast, ich will es gar nicht unbedingt Gefühl nennen, wenn du diesen Zustand hast, na, es ist eine Art Bewusstseinszustand, dann ja, dann machst du dir auch um nichts Sorgen. Dann bist du nicht hier oben, dann bist du nicht im Stress. Denn warum solltest du im Stress sein? Du musst ja nirgendwo mehr ankommen. Na, wenn ich mir jetzt verspreche, dass wenn ich ganz viele Frauen habe, dann werde ich glücklich sein. Da bin ich natürlich auch in einem gewissen Stress, weil ich muss ja auch dann da ankommen. Ich will ja auch endlich glücklich sein. Ich bin im Stress, an diesem Punkt anzukommen. Aber wenn du schon im jetzigen Moment einfach so zufrieden sein kannst, dann gibt es keinen Stress mehr. Dann musst du nirgendwo mehr ankommen. Du musst auch niemanden mehr zum Beispiel manipulieren, um irgendwas zu bekommen, weil du brauchst nichts mehr. Und wie gesagt, das heißt nicht, dass du nicht die Sachen der Welt genießen kannst. Mach deinen Job, mach deine Karriere, hol dir deine Frau, Kinder, was auch immer, dein teures Auto. Aber nicht, um ja eine Ego-Befriedigung daraus zu ziehen, nicht um Erfüllung daraus zu ziehen. Das kannst du nur im Jetzt machen. Denn wenn du darüber nachdenkst, es gibt ja auch nur das Jetzt. Alles, was du tust, tust du immer im Jetzt. Sogar wenn du über eine zukünftige Sache nachdenkst, tust du es im Jetzt. Es gibt nur das Jetzt. Alles andere gibt es überhaupt nicht. Gegenwart, sorry, Vergangenheit und Zukunft, das sind reine Konzepte in unserem Kopf. Du kannst die Vergangenheit nicht sehen, du kannst die Zukunft nicht sehen, du kannst sie mir nicht zeigen. Du kannst sie sehen anhand beispielsweise eines Baumes, der seine Blätter verliert, in einem Prozess, aber es gibt sie im Grunde nicht. Wenn du das Konzept unserer Zeit, unserer Urzeit nicht hättest, dann hättest du wahrscheinlich auch ein weniger großes Konzept vom Jetzt. Du kannst dir auch Hunde oder Katzen oder andere Tiere anschauen. Ja, die leben auch nicht in der Vergangenheit oder in der Zukunft, denn die haben nicht den Gehirn, unser Apparat, mit dem sie das könnten, mit dem sie das erschaffen könnten, diese Illusion. Das heißt, und das ist das sehr Befreiende, du musst nirgendwo hin, du brauchst nicht mehr, um wirklich endgültig erfüllt und glücklich und friedlich zu sein. Aber bitte verwechsel dieses im Frieden sein nicht mit einem extremen Glücksgefühl, denn das ist was anderes. Das extreme Glücksgefühl ist wieder eine von diesen Sachen, die sich gegenseitig bedingen. Wenn du das extreme Glücksgefühl suchst oder dir das als extremes Glücksgefühl vorstellst, dann wird es auch ein extremes Unglücksgefühl geben. Wir reden hier nicht von dem Gefühl von Glück. Wir reden hier von einem permanenten Gefühl von Frieden und sich aufgehoben fühlen in der Welt. Also das ist der Bewusstseinszustand, so würde ich ihn beschreiben. Es ist ein Bewusstseinszustand. Wir reden von einem Bewusstseinszustand, nicht von einer Emotion wie zum Beispiel Glück, die von ihrem Gegenteil abhängig ist. Das heißt, wenn du dir denkst, oh Gott, die Beziehung mit der Frau war so geil am Anfang, ich habe mich so geil gefühlt, das ist das, was ich suche, da ist da, wo ich ankommen muss, da will ich irgendwann ankommen, dann bist du einer Illusion auf der Jagd. Du wirst vielleicht manchmal wieder an diesem Punkt ankommen, wenn du dich neu in eine Frau verliebst. Aber es wird halt nicht halten. Es wird einfach nicht halten. Es wird sich verändern. Und dann wirst du extrem unglücklich sein, weil es weg ist. Und dir denken, Scheiße, ich brauche doch eine andere Frau. Das war doch nicht die richtige. Aber diese Geschichte geht immer nur weiter. Sie wiederholt sich halt immer. Keine Frau kann dir das geben. Keine Sache im Außen kann dir das geben. Du kannst es nur jetzt finden. Und das wird dich nachhaltig zufrieden, friedlich machen. Das ist die Antwort, meine Antwort auf, wie kann man auf Dauer glücklich werden, ne? Glücklich hier in Anführungszeichen, weil ich glücklich nicht so definieren würde, wie die meisten Leute das definieren. Ne? Die meisten Leute definieren glücklich in diesem immer hier oben sein. Aber du kannst nicht immer hier oben sein, weil es das hier unten auch immer gibt. Geburt und Tod bedingen sich gegenseitig. Die Sonne, der Mond. Ne? Gesundheit, Krankheit. Gut und schlecht. Wenn du nichts auf dieser Welt gut nennen würdest, dann wäre auch nichts schlecht. Aber wenn du ganz viele Dinge auf dieser Welt extrem gut nennst, dann gibt es auch extrem viele schlechte Dinge. Die Sachen bedingen sich. Würdest du alle Situationen, denen du begegnest, weder gut noch schlecht nennen, dann gäbe es keine guten oder schlechten Situationen. Das Gute und das Schlechte machst du selbst zu der Situation dazu. Deswegen gute Gefühle, schlechte Gefühle.
Gute Situationen, schlechte Situationen, das gibt es alles überhaupt nicht. Es gibt nur Situationen und Gefühle. Und wenn du davon Abstand nehmen kannst, von diesem oh yeah und oh extrem traurig, wenn du diese Ebene verlassen kannst und in einer ausgeglichenen Ebene ankommen kannst, dann kannst du diesen Frieden finden und in der Theorie für immer behalten, ohne jemals was dafür tun zu müssen. Du musst nichts dafür tun. Es gibt nichts, was du noch werden musst. Es gibt nichts, was du tun musst, um dahin zu kommen. Leider können wir nicht auf Fingerschnips dahin kommen, die meisten Leute von uns, weil wir doch sehr mit unserem Verstand identifiziert sind. Na, du wirst es immer mal wieder erleben, dass du an diesem Punkt ankommst, Beispiel Bungee-Jumping oder Skifahren gehen oder irgendeine andere Sache, wo du wirklich sehr aufmerksam sein musst. Ich habe es beim Autofahren zum Beispiel. Autofahren ist so eine Sache, die mich sehr schnell ins Jetzt kommen lässt, weil man sich halt konzentrieren muss. Ne? Und die wahre Herausforderung ist halt, zu jedem Zeitpunkt im Jetzt zu sein. Nicht nur in diesen Zeitpunkten, die es dir einfach machen, sage ich mal. Ne? Die Herausforderung ist es, mit der Frau, die dir die ganze Zeit auf den Sack geht und die ganze Zeit rumnörgelt, im Jetzt zu sein. Nicht mit der Frau, die sowieso gerade frisch verliebt in dich ist. Da ist es natürlich einfach. Und wenn man es an jedem Punkt kann, dann kann man im Grunde wirklich diesen Frieden erreichen. Ich hoffe, das war soweit klar. Das ganze Ego-Thema spielt natürlich auch noch damit rein. Das will ich jetzt in diesem Video aber nicht besprechen, sonst wird es sehr lang, also ganz kurz angerissen. Das Ego-Thema im Sinne von, das ist mein Haus, meine Frau, mein Geld. Und je mehr du dich mit Dingen identifizierst, desto mehr wirst du darunter leiden, wenn sie weg sind. Das ist wieder diese Kurve, von der ich hier erzähle. Das heißt, dich nicht mit Dingen zu identifizieren oder auch von Dingen oder Dinge loslassen zu können, nicht im Sinne von, ich gebe sie weg, sondern im Sinne von, ich identifiziere mich nicht damit. Ich bin nicht mein Job, ich bin nicht meine Frau, ich bin nicht mein Körper, ich bin nicht mein... Kannst du X einsetzen? Das wird dir dabei helfen, mehr im Jetzt anzukommen, ne? Und weniger in diesen Hoch- und Tiefphasen unterwegs zu sein. Schreib mir gerne in die Kommentare, wenn irgendwas unklar war oder deine Meinung zum Thema, auch super interessant. Da ist ja viele verschiedene Herangehensweisen oder Ideen zu diesem ganzen Glück, Zufriedenheitsthema. Schön, dass du dabei warst hier am Sonntag. Ich wünsche dir einen geilen Start in die nächste Woche. Wenn du den Channel noch nicht abonniert hast, kannst du das hier oben machen. Auch die Glocke aktivieren. Hier unten kannst du dich für einen neuen Coachingplatz im nächsten Jahr bewerben. 3-Monats-Coaching. Ich bin dein Mentor. Hier unten kommst du zu einem weiteren Video mit Tipps für deinen Erfolg mit Frauen. Wir sehen uns übermorgen wieder. Bis dahin. Ciao.